Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part vom MMM-Projekt. Wie ihr seht, gibt es eine kleine grafische Verbesserung. Ich hoffe mal, das Spiel läuft so halbwegs flüssig, weil ich habe jetzt schon 50 FPS, aber wenn ich neue Chunks lade, läuft es dann nicht mehr so gut. Und wir haben hier jetzt plötzlich Tupac im Projekt. Ey, der Neger haut dich. Quotenschwarzer. Ja. Ich dachte, Ritter wäre weg, aber sie steht ich hier. Ich bin noch. Jetzt Tupac. Belanka. Tupac. Manche haben Sixpack, ich habe Tupac. Nein. Ich bin unlustig. Falls ihr es noch nicht wisst, also ich habe jetzt ein neues Texture Pack. Chroma Hills heißt das, glaube ich. Und warum ist hier Wolle? Wo? Warte. Muss ich gucken. Moment. Ja, ich habe die da nicht hingebaut. Dann können wir hier unten die auch noch eine. Ach, du hast hier. Nee, kann ich hier noch einen Leiter einsetzen, weil da muss man nicht immer da ran springen. Ja, ich hab das noch nicht. Oh, Verlunker left the game. Hä, wann waren die dran? Der ist eben gerade gekommen. Es ist doch gesagt. Mehr. Oh ja, stimmt, wir haben einen Druck. Was hat Kirsche geschrieben? Ja. Ich versuche. So, auf jeden Fall. Du hast nicht die Map offen, oder? Nicht mehr. Einmal. Ganz kleiner Cut. Bis gleich. Ja, bei mir kein Cut. Also bis jetzt. So, wieder da, Map ist offen. Danke. Oh, einmal. Ja. Freddy, ganz viel Essen ist fertig, mach mal bitte. Was? Oh, das Spiel leckt gerade ein bisschen bei mir. Essen ist fertig, mach mal bitte. Wo? Hier auf unserem Feld. Ja. Okay. Ach ja, ich sollte mal das machen, was ich mir heute vorgenommen hatte. Hat irgendwer von euch noch Setzlinge von den schwarzen Eichen aufgenommen, bitte? Ich hab die in die Kiste gepackt. Ich hoffe, das waren welche, die hier runtergefallen sind, weil ich hab... Ja, das waren die. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, an die neuen, Dings da. Alles fresh bei euch? Nee. Nee, wet kann ich nicht schreiben. Ich hab nur 3 Weizen. Sollen wir immer sagen, dass der Server laggt? Nee. Also, falls ihr es nicht wisst, er ist Hoster. War doch so, ne? Ja. Auf jeden Fall, das sind die, wie hießen die, Sonic Unbelievable Shaders oder wie der heißt da im Minecraft-Forum. Ja. Und die habe ich mir jetzt geholt und ja, sieht geil aus. Ja, die laufen auf meinem PC nicht, weil mein PC nimmt nur mit Texture Pack nur noch mit 18 FPS auf. Und ihr seht ja, ne, also ich habe Render Distance auf 1. Wieso? Hast du einen Bogen? Ja, wieso? Knall ihn ab. Also, ich habe keinen mit. Shit. Wen soll ich abknallen? Ja, Felunker, der fliegt über uns. Da, über uns. Direkt über uns. Warte. Reicht ihn nicht. Also ich hab keinen Mütter, der ist in der Dings. Könntest du deine Rüstung wieder anziehen, bitte? Ja, warte, ich bin der Schwarze, ne? Ich brauche eigentlich Goldrüstung. Ja, und dieses Texture Pack hat auch wohl... Seid ihr schon auf der dünnen Map? Nein, wollen wir aber auch nicht. Schreibt das bitte so. Dieses Texture Pack hat auch so mehrere Mob-Dings und ja, das sind hier ein paar Schweine so gelblich, ein paar orange. Müsst ihr aber, nein! Ja, dann. Nein, danke. Ja, auf jeden Fall. Sagen, ne? Schönes Texture Pack, schöne Dings. Ja, ich habe ja das Texture Pack Sfax. Was ich in der Beschreibung auch verlinken werde, wenn ich dran denke. Macht er sowieso ich nicht. Ich hoffe, ich denke dran. Ich habe früher schon nie dran gedacht bei Honeyball. Er ist auf unserem Dach. Auf welchem? Warte, da kriege ich ihn runter. Da kriege ich ihn runter. Was wollten wir jetzt eigentlich nochmal machen? Ihn schlagen. Nein. Doch. Er guckt dich gerade an von oben. Ich kann ihn nicht schlagen! Wieso? Weil er Mod ist wahrscheinlich. Boah, leckt das bei mir. Ja, bei mir läuft es mit 60 FPS flüssig eigentlich. Ja, ich habe, wenn ich stehe, 21. Ich habe jetzt 54 und ja. Wenn's schneit, gehe ich aber auch auf so 20. Also starker Regen hatte ich gestern, als ich kurz getestet habe und da hatte ich irgendwie nur so. Keine Ahnung, ich glaube. 25 FPS oder so. Okay. So, ich habe jetzt ein bisschen nachgepflanzt. Ich werde in die andere Richtung auch noch ein bisschen nachpflanzen.
man sieht unser Haus nämlich auf der Minimap sehr heftig. Und ich finde es irgendwie ein bisschen unnötig, dass wir jetzt auf der Minimap, also auf der Dünnen Map angezeigt werden müssen. Weil theoretisch dürfen wir die Dünnen Map ja nicht mal aufhaben. Das wäre ja im Krieg ein Vorteil. Ein riesiger. Den ja nicht jeder ja, haben kann. Ja, genau. Nein, im Krieg wäre es ja gar kein Vorteil, weil man sieht die Spieler nicht drauf. Ja, aber man könnte einfach mal kurz gucken, wo die andere Stadt ist. Ja, das kann man auch. Wenn man Krieg anfangen will, dann weiß man das auch. Ja. Und ich finde das nicht so cool. Hast du eine Schaufel? Ja. Warte, es laggt gerade bei mir. Ja, da. Ich wollte hier eigentlich dann das Wohngebiet hinbauen, aber okay. Können wir später. Ich will hier erstmal Bäume haben, weil man unser Haus sonst so sieht. Ich mag Bäume. Außerdem brauchen wir noch Holz. Und wie man sieht, in diesem Texture Pack sind auch ziemlich viele verschiedene Texturen hier mit Dreck und so. Ist ganz hübsch. Heute habe ich wieder ein paar FPS weniger, aber egal. Ja, ich werde das Texture Pack auch reinmachen. Nicht das Texture Pack, das den Shader auch reinmachen, sobald ich einen neuen PC habe. Also nie. Ich bin ja Kirschi 2, nur dass ich mir nicht auf Raten kaufen werde. Solange die FPS über 30 bleiben, bin ich glücklich. Solange die FPS bleiben, bin ich glücklich. Solange die FPS bleiben. So ist brutal. Ja, wenn ich so rumrenne und setze, habe ich so 15. Leider, man sieht es halt auch extrem stark in meinen Videos, dass es unflüssig läuft, aber das kommt eher durch die Bearbeitung als durchs Spielen, weil es ist, wenn ich spiele, immer noch flüssiger, als wenn ich es gucke. Ja, weil das ist so mit der Bitrate von dem Programm, die kann man halt so hochstellen, wie man möchte, und dann werden halt die Videos zu groß und dann ist das wegen unserer Leitung halt nicht so gut, wenn man das dann so hochlädt. Also, ich habe auch nicht jetzt die volle Leiste. Oh, ich habe Clay gefunden. Der Clay ist bei mir nicht wie normal in der Texture Pack weiß, sondern wirklich Clayfarben. Grau? Ich habe gerade verwirrt, was das hier ist. Nein, Clay ist Lehm. Lehm ist rot. Lehm ist nicht rot. Lehm ist rot. Ich bin Gärtner, Lehm ist nicht rot. Es gibt Lehm auch in Grau. Ich kann dir Lehm mitbringen, wenn du willst. Ja, aber es gibt auch roten Lehm. Ja. Lehm ist rot, wenn er gebrannt wird. Nein, den gibt's er kann auch so rötlich, als... Er kann rötlich sein, wenn... Alter, jetzt hier ruckelt. Er kann rötlich sein, wenn... wenn er in eisenhaltigen Gebieten ist, glaube ich. Ja, 8 FPS. For the win. Alter, wie viele Leute jetzt bitte on sind? Von wem sind die? Wie viele? Die haben alle bei mir nur einen Balken. Bei mir auch. Ich weiß gar nicht, wer die alle sind. Was hat Kirsch jetzt eigentlich noch geschrieben? Alter, ich kann nichts, ich hab nicht zwei Sachen offen. Entweder ich hab die Map offen oder ich hab Skype offen. Ich hab keinen Bock, das alles anzupassen. Gaming Area. Ich geh dir mal kurz besuchen. Mal kurz besuchen, mal komplett nach unten laufen. Wollen wir in der Nacht gehen? Mal kurz nach unten laufen, einfach durchs Portal gehen. Ja, nein, das ist No Limit Games Game Chest. Game Area sind die im Dings. Achso, the Gaming Area 51, ja. Ja, okay. Oh ja, geil. Filunka left the game. Okay. Uns gehört der Server, by the way. Schön für euch. Da sind wir runter. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich glaube, die können nicht schlafen, oder? Er erkennt die Ironie nicht, oder? Doch, durch den Kuss mal zeigt er die Ironie. Okay. Oder er steht auf mich. Ich kann übrigens den Chat auch auf der Dünn Map lesen, was voll nervig ist. Das sehe ich mal, wenn Jörg schreibt. Aber ich sehe doch immer den Kopf von der Person. Lunker joins the game. Alter, ich bleib jetzt nicht die ganze Zeit liegen, das ist mir so doof. Er heißt übrigens Kirschi. Nicht Kirsch.
Auf der Dünnmap steht Kirsch slash Lefishy und dann darunter King Freddy 811. Und bei mir wird das SZ auch nicht als SZ angezeigt, sondern als männlich Zeichen. Passt halt so wie maskulin. Ja, könnten die Wichser jetzt mal schlafen gehen? Alter, ich geh jetzt glaube ich in die Mine, weil die sowieso nicht pennen gehen. Kommst du mit? Ja. Yep. Haben wir hier eine Druckplatte und hast du gerade die Tür aufgemacht? Ich hab da eine Druckplatte hingepackt. Ja, die kann ich mehr. Die geht so perfekt in den Boden bei mir ein. Boah, lag das bei mir gerade, ey. 50 FPS, Alter, die Lichteffekte sind richtig geil im Shader. Ja, ich vor allem meine Fackeln sind auch so richtig schön animiert. Beim Laufen habe ich lustigerweise mehr FPS als beim Gehen. Echt nicht. So, dupdi-dupdi-du. Ich gehe mal kurz ins Portal und schau noch mal ein paar Bäume. Das ist doch schon klar, dass du wieder komplett wieder hochschwimmen musst, ne? Ja, habe ich keinen Bock drauf, deshalb mache ich es nicht. Dann werde ich bestimmt wieder gekickt, weil ich geflogen bin. Alter, wie viele Gänge Jörg einfach schon hat. Ja, das ist halt Script Mining, ne? Script Mining? Ich dachte, das heißt Strip Mining. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Strip Mining. Ich habe es gerade falsch. Wieso? Weil du zwei freilassen musst. Den da, guck mal, den Block hier, kannst du von hier aus sehen. Und den Block, kannst du von hier aus sehen. Ja, stimmt. Sorry. Ich mache übrigens kein Strip Mining. Wieso? Jörg hat damit ja schon ganz schön gut was gefunden, glaube ich. Hier unten ist nichts mehr. In der Werkbank wahrscheinlich auch nicht. Hauptsache er findet dadurch andauernd irgendwelche Höhlen. Richtig gut. Ich glaube, das ist ganz gut, dass Jörg das macht, weil er ja nicht aufnimmt. Ich habe auch einen Kirchespark gesehen. Er macht nicht sich erstmal eine Sache, macht sich einfach direkt zwei Eisensachen von jedem. Ich meine, wir haben jetzt genug Sachen, aber anstatt dass man sich erstmal eine Eisenspitzhacke macht und eine Eisenhacke, der macht sich gleich zwei. Wie jetzt? Der Part hat er schon hochgeladen? Ja, klar. Er ist doch scheiße. Hab ich auch so gedacht. So, wir sind so paar. Also, er müsste ja bis Dienstag ein Part hochgeladen haben, schon wegen erster Part. Aber wir laden ja erstens. Zwei Wochen, also. Ja, genau. Also diesen Part, dann ist das schon eine Woche her, dass wir aufgenommen haben. Ne, sogar zwei. Ja, kommt drauf an, wie viel ich hochlade. Vielleicht mache ich auch noch sonntags ein Part. Vielleicht 7 Parts die Woche hochladen. Ich auch, aber ich muss zwischendurch mal mehr hochladen als du, weil ich ja noch mehr habe als du. Und ich will, dass die Parts wirklich synchron laufen, das wäre schöner. Ja, aber es wird doch öfters so sein, dass mal einer von uns beiden nicht aufnimmt oder so. Das finde, dass dann einer einfach nur eine aufnimmt und dann, weil wenn jetzt zum Beispiel die Zuschauer, wenn die wirklich beide Projekte guckt, dann sind die ja immer das gleiche eigentlich. Nur aus einer anderen Perspektive. Ich meine, du brauchst eigentlich die ganze Zeit nur und ich stehe die ganze Zeit einfach nur rum und warte, dass die Feldfrüchte fertig werden. Und Jörg ist eigentlich der Einzige, der was Aktives macht. Ja. Bei Minen ist jetzt auch nicht so spannend, aber ist halt spannender als gar nichts. Naja, das was er macht, ist nicht zum Aufnehmen da. Weißt du, Strip Mining würde ich nicht aufnehmen. Wow, fuck, Creeper! Unten? Ja, aber nichts passiert. Ah, Felunka war, glaube ich, gerade da. Aber hier liegt leider nichts bei uns. Hinter mir ist gerade ein Creeper explodiert und dann stand im Chat die Nachricht, Felunka was blown up by a Creeper. Boah, lag das. Ich weiß auch nur ein bisschen Strip Mining, weil, keine Ahnung, ich habe halt nichts zu tun, wenn man in der Nacht so draußen rumläuft. Ich will wieder, dass der Creeper die halbe Stadt kaputt macht, wie letztes Mal. Hat er zum Glück gerade nicht, nein. Hat er nicht? Nein. Irgendwas kaputt Wichtiges? Nein. Läuft das so zu sagen? Was denn? Was ist kaputt? Nichts. Assi, sag mir das jetzt. Alles ist gut. Wirklich? Ja. Hoffe ich doch. Gut. Baby-Zombie. Ih, der hat keinen Kopf! Ih, geh weg, ich triff den nicht, der hat keinen Kopf! Den Texture-Pack hat er keinen Kopf! Ih, wieso haben die Zombies alle keinen Kopf? Und wie lang baut man etwa so einen Strip? Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, ich betreibe kein Strip-Mining. Nie, oder? Nie, wirklich nie. Nicht mal, wenn ich alleine spiele. Ach so, ja.
Ja, ich meistens auch nicht. Obwohl es eigentlich effektiv ist. Es ist wirklich effektiv, aber langweilig. Also für eine Aufnahme ist es auf keinen Fall was. Mache ich ja nur gerade, aber ich fände auch ordentlich was, also lohnt sich das ein bisschen. Ja, Strip-Mining lohnt sich extrem, aber ist halt saumäßig langweilig. Ja, aber mit dem Texture-Pack sieht's geil aus. Und die Shader macht's wieder spannend. Absolut. Boah, Gott sei Dank habe ich mich repariert, bevor er hochgekommen ist. Ja, genau. Ist doch einfach mal ein offenes Gehirn, du Wichser. Das ist unfreundlich. Ich entschuldige mich sofort bei ihm. Sorry. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe den Enderman angeguckt. Im Singleplayer greifen mich die Endermans nie an, auch wenn ich auch auf ganz normal spiele. Ich gucke die mal an und dann gucken die mich zurück an und dann passiert einfach nichts. Ja, normalerweise greifen sie den an. Oh, der hat ein Lederhemd. Cool. Der droppt ihn aber natürlich nicht nein. Böses Skeleton. Weißt du, ob man Strip Mining? Was? Ja, wie spät ist es etwa? Was sagt der Mondstand? Wenn ich den Mond sehen würde. Du hast doch die Dünnmap nebenbei offen. Achso, stimmt. Oh! Du hast noch Clay? Ja. Ich hab anderthalb Stacks etwa. Nice. Ja, 4 Uhr. 5 Uhr. Geht da 5 Uhr ab 6 Uhr der Tag los? Der Tag geht los. Ja, aber ich meine so richtig. Weiß ich nicht. Du sagst, die Zombies verbrennen. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass er jetzt gerade kommt und er greift mich mit einer Schaufel an. Böser Zombie. Böse. Schaufeln sind nicht zum Leute schlagen da. Oh, da bist du. Warum machst du sowas? Der Schwarze hat dich geschlagen, du darfst ihn nicht schlagen. Das wäre rassistisch. Mohn-Eichensetzling. Sonnenblume. Kannst du aus mir rausgehen? Durch den Shader bin ich dann kurzsichtig kurzzeitig. Lass das. Scheiße, geil. Wer hat hier einen Block hingehangen? Wieso hängt hier Wolle? Das war bestimmt Kirschi. Weiß ich nicht. Oder du warst. Boah, lag das gerade bei mir. Wie weit ist es jetzt eigentlich schon mit dem Timer? Weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Oh. Ich kann ihn nicht hauen. Uff, Kartoffel ist auch Orange schon. Tulpi. Bock. Oh, wir haben ja schon ziemlich viel Slimeballs. Ofenkartoffeln sind übrigens relativ gut. Relativ gut. Ja, zum Glück haben wir ein paar Kartoffeln gefunden. Ja. Birkenholz. Was wir durften sie abbauen. Die haben sie auch wieder hingesetzt. Ja, die Bedingungen waren nur. Was seid ihr bitte für Menschen? Ich habe gesagt, Kies kommt nicht in die Cobblestone-Kiste. Ihr packt Kies in die Cobblestone-Kiste. War ich nicht. Aber bestimmt Jörg wieder. Ja, Jörg baut immer nur Scheiße. Er kommt übrigens heute Abend auch, um 20 Uhr. Hoffe ich doch. Oh, ich habe 44 Eisenerz übrigens gefunden. Ja, nice. Das neue Interface von den Öfen sieht richtig scheiße, also sieht eigentlich voll geil aus, aber ist übertrieben verwirrend. Wieso? Weil da wird halt ein kompletter Ofen bei mir angezeigt mit dem Texture Pack. Ja. Und dann ist dann noch, das sieht voll geil aus, aber es verwirrt mich die ganze Zeit. Okay, kenne ich nicht. Welches Texture Pack hast du drin? Kannst du den Part angucken, wenn er online ist. Chroma Hills. Okay. Ich finde Sphax ganz nice, weil es ziemlich real aussieht. Und ziemlich ja, schön, das so ein bisschen heller. Auch übertrieben real aus. Es gibt ja, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, ein Texture Pack. Das ist so richtig, richtig düster, so Dungeon Styles. Und dachte mir so, boah, das eigentlich ist das richtig geil. Aber ich finde das für Minecraft nicht. Ich finde, Minecraft muss hell und fröhlich aussehen. Ach außer so, wie, du so wie mit den Shadern. Ja, genau. Außer vielleicht du spielst ein Adventure oder sowas. Mhm. Dann kann Minecraft auch von mir aus dunkel und böse sein. Aber nicht einfach so. Das geht nicht. Haben wir, wie viel Sugarcanes haben wir eigentlich? Ich hab noch 5 dabei. Ich hab auch gerade erstmal das Feld angebaut. Anbau. Nee. Nee, ich wollte gerade was anderes wissen. Hä, wir haben gar keine mehr. Die letzten 5 hab ich. Die letzten 5 was? Die letzten 5 Sugarcanes, die pack ich gerade wieder in eine Kiste. Ja, keine Ahnung. Hat Jörg ja eigentlich schon weitergebaut hier in dem? Weiß ich nicht, ich guck mal kurz auf die Map.
die ja eigentlich auch total der Vorteil für uns ist. Oh, mein Timer. Okay. So, 1, 2, 3. Dann hoffe ich, hat euch der Part gefallen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao. Aber ich nehme auch ganz kurz was auf, weil ich glaube, dass...